Der circa 400 Quadratkilometer große Seoraksang-Nationalpark ist der zweitgrößte in Korea und umschließt das bis zu 1708 Meter hohe Seorak-Gebirge. Mit seinen bizarren Felsformationen, steilen Schluchten, Wasserfällen, Kieferwäldern und alten Tempeln ist der Nationalpark ein abwechslungsreiches Wandergebiet. Wer nicht so gerne wandert, kann mit einer Seilbahn auf 901 Meter bis zur Festung Gwanggaeum fahren und auf einigen kurzen, leicht begehbaren Wanderwegen die schöne Aussicht genießen. Der Shingheungsa-Tempel, das Kloster, bei dem der Geist frei wird, liegt nicht weit vom Parkeingang entfernt. Auf dem Weg zum Tempel befindet sich der 15 Meter hohe Bronzebuddha Tongkhul Derul. Im Tor zum Tempel stehen vier Cheongwang, die Königswächter. Damun mit der Laute, Jiguk mit dem Schwert, Gwangmok mit dem Turm und Jeongjang mit dem Drachen. Shingheunsa ist ein alter Tempel mit großer historischer Bedeutung. Die meisten Touristen kommen jedoch wegen seiner schönen landschaftlichen Lage. Die Samcheok Ocean Rail Bike Strecke ist 5,4 Kilometer lang. Sie führt ab dem Bahnhof Yongwa durch fantasiereich gestaltete Felstunnel mit einer interessanten Lasershow. Zwischendurch erhascht man schöne Blicke aufs Meer und die Küstenlinie mit ihren kleinen vorgelagerten Inselchen.
Entspannung pur auf einer morgendlichen Bootsfahrt auf dem Namhan River bei Danyang. Die malerische Landschaft wird nur zeitweise durch Felsformationen entlang des Flusses unterbrochen. Die Gozo-Höhle zählt zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Region Danyang. Die 1,7 Kilometer lange Tropfsteinhöhle entstand vor ca. 450 Millionen Jahren. Obwohl viele Menschen diese Höhle besichtigen, wurde sie kaum verändert. Es wurden zwar einige Gehwege und Treppen installiert, aber sie sind teilweise sehr schmal, rutschig und schlecht beleuchtet. Das Volkskundedorf Hahohe mit seinen bäuerlichen Strohhütten und ziegelgedeckten Herrenhäusern stammt aus dem 14. und 15. Jahrhundert und wirkt auf den ersten Blick wie ein Museum. Tatsächlich aber leben und arbeiten hier rund 500 Menschen. Wegen seiner Architektur und der Fortführung des traditionellen Lebensstils wurde das Dorf 2010 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Der Hahoe-Maskentanz ist einer der ältesten in Korea und diente dazu, göttliche Wesen zu verehren und das Dorf zu beschützen. Heute haben die Aufführungen mehr komödiantischen Charakter. Die hier dargestellten Masken sind Gaxi die Braut, Seon-bi, der Gelehrte, Baek-hyeong, der Fleischer, Halmi, die alte Frau, Wune, die kokette junge Frau, Jung, der buddhistische Mönch,
Und Imai, der verrückte Diener des Gelehrten. Der Gayasan-Nationalpark ist ein ca. 80 Quadratkilometer großer Park mit vielen Wanderwegen und ist wie alle Nationalparks in Korea zu jeder Jahreszeit schön. Eines der vielen touristischen Highlights ist der Heinsa-Tempel, der im südwestlichen Teil von Gayasan liegt. Heinsa ist einer der drei größten Tempelanlagen der drei Juwelen. Er steht für Dharma oder die buddhistische Lehre. Über etliche Stufen kommt man in den ersten Hof der Anlage. Hier steht links der große Glockenpavillon. Ein paar Stufen höher kommt man in den zweiten Hof mit seiner dreistöckigen Pagode. Dieses Symbol steht für die drei wichtigsten Elemente des koreanischen Buddhismus: Buddha, der Glaube und die Gemeinschaft der Gläubigen. In Heinsa kann auch ein Tempelstay gebucht werden, um die asketische Lebensweise einmal selbst zu erleben. Nach dem buddhistischen Glauben kann jeder Buddha werden. So ist es nicht verwunderlich, dass die Haupthalle, die Halle der großen Stille und des Lichts, einem transzendenten Buddha gewidmet ist. An allen religiösen Gebäuden befinden sich an den Außenwänden gemalte Bilder mit Motiven aus Buddhas Leben. Eine besondere Bedeutung hat das Kloster Heinsa, weil in einem Komplex aus vier Gebäuden die Druckplatten der Tripitaka-Koreaner aufbewahrt werden. Die umfangreiche Sammlung buddhistischer Schriften umfasst 81.258 Druckplatten. Sie lagern dort bereits seit dem Jahr 1398.
Durch spezielle Fenster und Schächte wird die Ventilation und Feuchtigkeit so konstant gehalten, dass die Holzstücke bis auf den heutigen Tag bestens erhalten sind.